Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Espresso-Webinar mit Drag and Drop, die Produktionsplanung flexibel gestalten. Drag and Drop, das kennen wir alles von unserem Computer. Da sind wir mal gespannt, wie wir das nachher auf dem Shopfloor realisieren können. Mit dabei habe ich heute Stefan Kunert, Smart Factory Consultant bei Trebin Himstedt. Hallo Stefan, Grüße von Schwerin nach Berlin. Ja, grüß dich, Ulf. Und viele Grüße auch an die anderen Teilnehmer. Genau, ich denke, du sagst vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir selber. Insofern mache ich das gar nicht. Mein Name ist Ulf Kottig. Ich bin Marketingverantwortlicher bei Trebin Himstedt. Den einen oder anderen habe, oder zumindest hat mich schon im Webinar gesehen. Ich sehe leider nicht immer, wer hier drin sitzt. Insofern schreiben Sie mir gerne oder folgen mir, kontaktieren mich auf LinkedIn, damit ich auch mal weiß, wer hier so mal im Webinar ist. Ja, viel mehr möchte ich gar nicht zu dem Thema sagen. Ich glaube, wir kriegen gleich einen schönen nochmal einen entsprechenden Einstieg in das Thema, warum ich auf Shopfloor-Ebene nochmal flexibel und ja, schnell umplanen müssen kann. Nicht nur Krankheit, sondern vielleicht auch der Chefauftrag, der nochmal irgendwie sichergestellt werden muss. All das sind Anwendungen, glaube ich, die Sie kennen werden. Aber viel mehr davon freue ich mich jetzt. Stefan Kunert, bitte, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Ulf. Du freust dich. Ich freue mich auch auf dieses Webinar. Ich bin sehr begeistert von dem Reo-Produkt der SAP, von der Cloud-Lösung zur Einplanung eben auf der Shopfloor-Ebene, also ganz nah an den Maschinen, wo Produktionsplaner oder Schichtleiter ja, Planungen vornehmen müssen. Da gab es bisher aus dem SAP-Portfolio ja, einen blinden Fleck. Da gab es keine Lösung, die da angeboten werden konnte und die dann auch integriert in die andere Systemlandschaft sich nahtlos einfügt. Umso schöner, dass das jetzt gelöst wurde und sehr gern stelle ich Ihnen das vor. Mein Name ist Stefan Kunert. Ja, ich sitze in Berlin, bin Consultant für die Firma Trebin Himstedt seit 2 Jahren. Davor einige Jahre im PP, im PPDS-Umfeld in der Beratung tätig gewesen. Ja, und jetzt auch ein bisschen für den Cloud-Bereich der SAP zuständig. So, genau. Ja, eine Agendafolie, die sehr schlank gehalten ist. Kurz werde ich die DMC und Reo einordnen. Ich bin mir nicht sicher, wie erfahren Sie mit diesen Cloud-Lösungen sind. Die gibt es jetzt vielleicht seit 1, 2 Jahren auf dem Markt erst ein bisschen einordnen in das Produktportfolio der SAP. Ein kurzer Überblick über die Funktion, einmal auf Folien dargestellt, was sie erwartet, aber dann das Zentrum oder das zentrale Element des Webinars heute, die Live-Demo. Also alles, was ich vorher kurz antease auf Folien, werden Sie dann live auf dem System nochmal sehen. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Der dritte Punkt ist die Frage, wie integriert man das Reo in die bestehende Systemlandschaft? Da gibt es ziemlich interessante Ansätze. Die gar nicht viel Veränderungen in der bestehenden Infrastruktur vorsehen müssen. Und das letzte ist dann die Fragerunde. Da bitte ich Sie, oder ich würde mich freuen, wenn Sie die intensiv nutzen. Ich kann Sie nicht sehen, wir sitzen nicht in einem Raum. Ich kenne Sie auch in aller Regel nicht. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, bitte fragen. Vermutlich interessiert das 10 weitere Teilnehmer im selben Moment auch. Und ja, dann lernen wir uns ein bisschen besser kennen und ich kann mich besser auf Sie einschießen. Ulf hat gerade schon angedeutet, dass wir auch einen kleinen interaktiven Teil haben werden. Es gibt dreimal die Situation, dass ich Sie Fragen fragen werde, die Sie über das Bedienpanel beantworten können. Das ist nur Multiple Choice. In diesem Fall jetzt, ich habe mich vorgestellt, jetzt können Sie sich vorstellen, jetzt bitte nicht reihum, jeder mit einer Minute, sondern nur ganz kurz, dass Sie sich einordnen, aus welchem Bereich Sie kommen. Mit wem habe ich das Vergnügen? IT, Produktionsplanung, Schichtplanung oder vielleicht Projektbeteiligte eines ERP- oder MS-Projekts, Beraterkollegen, Entwicklerkollegen oder andere Interessierte. Ja, ordnen Sie sich da einmal bitte kurz ein. Genau, vielen Dank. Ich sehe schon, die Antworten kommen rein. Aber vielleicht nochmal, die noch nicht kennen, im Grunde einfach nur draufklicken auf den Bildschirm dorthin, wo Sie sagen, das würde meine Aufgabe am ehesten beschreiben. Und dann sehen wir mal, was wir gleich für eine Zusammensetzung des Publikums haben. Und es ist tatsächlich sehr gemischt, muss ich sagen. Mal gucken, wie sich das jetzt noch verändert. Aber es ist interessant. Ein, zwei Sekündchen gebe ich noch, aber jetzt ändert sich nichts mehr. Insofern würde ich sagen, vielen Dank.
Und ich teile mal gerne, damit Sie alle wissen, mit wem Sie hier so zusammensitzen. Wir haben den Fachbereich IT mit 28%. Wir haben die Produktionsplanung mit 9%. Dann haben wir ERP, MES, Projektbeteiligte wieder 28%. Dann 19% Berater und Entwickler und 16% andere Interessierte. Vielleicht können die einfach nochmal in die Fragenbox reinschicken, was das für Bereiche sind, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Würde uns einfach persönlich nochmal interessieren. Ja, vielen Dank. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Gemischtes Publikum, also werde ich ein bisschen allgemein darauf eingehen. Wie versprochen, zuerst die Einordnung, wo sich das REO, ja, wir haben das im Titel stehen, wir haben das im Teaser des Webinars stehen. REO ist die Kurzform für Resource Orchestration und das REO ist Teil der sogenannten Digital Manufacturing Cloud, also der MES-Lösung in der Cloud der SAP. Und die grenzt sich architektonisch von den bestehenden On-Premise-Lösungen ab, also die nicht in einer Cloud laufen, sondern in einem Rechenzentrum oder bei Ihnen im Unternehmen mit den Produkten, die man dort kennt, das MII, das ME oder der sogenannte Pico für die Konnektivität zum Shopfloor. Digital Manufacturing Cloud steht da parallel daneben. Also das ist auch ein Execution-System. Viele Funktionen ähneln sich denen, die Sie vielleicht schon, wenn Sie das ME beispielsweise kennen, finden sich dann in der Cloud wieder. Und REO ist eben ein Teil dieser Digital Manufacturing Cloud. Davon abgrenzend, wenn man in Lehren denken will, haben wir eben die Shopfloor-Systeme auf dem MES-Level und darüber dann auf dem ERP-Level die Funktion, die Sie aus Ihrem SAP ECC oder dem S/4HANA-System oder vielleicht auch den S/4HANA Public Cloud-System kennen. Also das sind die Funktionen mit den Modulen PP, QM, SD und so weiter. Das ist das, was wir hier unten stehen haben. Zur Digital Manufacturing Cloud, also ich springe noch einmal zurück. Ich werde jetzt in diesen Bereich tiefer eintauchen. Das ist eine Komplettlösung, die aus vielen Funktionen besteht und diese Funktionen sind zu bestimmten Modulen, möchte ich jetzt mal so sagen, zusammengefasst, auch wenn man das Wort Modul jetzt im Cloud-Kontext eigentlich nicht mehr verwendet, aber es passt schon, es fasst bestimmte Funktionen zusammen. Und in der gesamten DMC, also der Kurzform für die Digital Manufacturing Cloud, befinden sich im Zentrum mit Sicherheit die Execution-Funktionen, ganz ähnlich zu denen, die es auch im ME gibt oder in anderen MES-Systemen. Und Teil dieser Execution-Funktion ist eben auch das REO, um das es heute geht. Nebenan gibt es auch noch andere Teilbereiche, ein großes Insights-Modul, in dem Kennzahlen, OEEs, Grafiken dargestellt werden können, die sich auf Ihre Produktion entweder lokal oder auch global beziehen oder das ganze Thema des Manufacturing Networks, die Einbindung Ihrer Kunden oder Lieferanten in die Cloud. Außerdem noch weitere Cloud-Produkte, wie zum Beispiel das AIN, was an die DMC andocken kann. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen was zur Cloud-Lösung der SAP erzählt und damit möchte ich auch schon zur nächsten Frage an Sie übergehen. Das Cloud-Thema ist noch nicht so lang am Markt präsent wie die On-Premise-Lösung, die die SAP schon seit Jahrzehnten erfolgreich einsetzt. Wie stehen Sie denn zur Cloud-Lösung? Können Sie sich das grundsätzlich in dem Bereich, für den Sie verantwortlich sind oder in dem Sie tätig sind, vielleicht in der Produktion vorstellen? Und auch da wieder 5 Antwortmöglichkeiten von dem Ganzen sehr zugewandt mit ja, wir verfolgen eine Cloud-First-Strategie eventuell oder Sie nutzen bereits eine Cloud über, ja, grundsätzlich schon, aber es müssen auch gewichtige Gründe dafür sprechen. Antwortmöglichkeit C, dann ein indifferentes Verhalten, D, dann eher nicht so, grundsätzlich eher On-Premise-Lösungen werden bevorzugt oder Antwort E, dann der Gegensatz zur Cloud-First-Strategie, die On-Premise-First-Strategie, dass Cloud-Lösungen eigentlich nicht vorgesehen sind in Ihrem Umfeld, in dem Bereich, in dem Sie tätig sind. Genau, wunderbar. Die Antworten ist eben einfach dorthin klicken, wo man denkt, das passt am ehesten zu dem, wie wir mit Cloud umgehen. Wir sehen auch noch, dass jetzt Antworten reinkommen insofern.
würde ich noch mal ganz kurz warten wollen, bis sich nicht mehr so viel verändert. Aber interessant tatsächlich, das müssen wir nachher auch noch mal diskutieren, wenn wir die Antworten Nein haben, ob wir am Ende des Webinars es geschafft haben, diese Vorstellungskraft zu realisieren. Okay, hier ändert sich nicht mehr so viel. Insofern ändere ich mal den Blickwinkel und teile gerne die Ergebnisse. Das heißt, wir haben 10%, ja, wir haben Cloud-First-Strategie. Wir haben 43% grundsätzlich schon. Wir haben 33% noch unsicher. Und 10% eher nicht und 3% sogar können sich das nicht vorstellen. Das wäre vielleicht nachher in der Fragerunde auch nochmal eine spannende Diskussion, ob man sich das mit solchen Anwendungen eher vorstellen kann oder ob das auch damit nicht möglich ist. Ja, also mehrheitlich grundsätzlich schon oder schon im Einsatz und 33% noch unsicher. Und da können wir mal gucken, ob wir heute da noch ein bisschen so beitragen können, die Sicherheit zu schaffen. Ja, danke, Ulf. Also die Ergebnisse decken sich ungefähr mit dem, was wir auch im Kontakt mit unseren Kunden oder potenziellen Kunden immer wieder erleben. Also haben wir ein repräsentatives Abbild hier in diesem Webinar, was mich echt freut. Gar nicht viel Zeit verlieren. Wir tauchen jetzt direkt in das Reo ein, also in diesen Teilbereich der Digital Manufacturing Cloud. Ich glaube, das ist die einzige Folie mit Textwüste. Von daher gehe ich nur ganz kurz drüber. Wofür benutzt man das Reo? Tatsächlich zum Einplanen, zum einen von Fertigungsaufträgen oder deren Vorgänge auf Arbeitsplätze oder auch das Einplanen von Mitarbeitern zu diesen Arbeitsplätzen, zu diesen Maschinen, zu diesen Ressourcen. Wo das Reo wirklich sehr, sehr stark ist, ist, dass man sehr schnell auf unerwartete Ereignisse reagieren kann. Und zwar, weil Teil des Reos intelligente Ansätze sind. Maschinelles Learning sorgt dafür, dass das Planungsverhalten, was Sie als zum Beispiel Produktionsplaner dem System immer wieder mitgeben, dass das System das lernt und langfristig begreift, wie Sie sich Ihre Planung vorstellen. Sie können so die Produktion sehr gut überwachen. Sie können Fertigungsaufträge, die Sie im ERP geplant haben, freigeben, splitten, mergen, also zusammenführen. Sie können Aufträge gesondert visualisieren lassen, eben zum Beispiel die von Ulf angekündigten Chefaufträge. Sie sehen aber auch, wenn Maschinen ausfallen. Sie sehen die Auslastung der Maschinen. Sie können hin und her einplanen, ausplanen, entweder automatisiert oder aber eben manuell mit dem Drag and Drop, dass Sie einfach mit der Maus die Vorgänge dorthin ziehen, wo es für Sie am besten passt. Sehr gut integriert ist auch eine Personaleinsatzplanung. Sie sehen, welcher Mitarbeiter hat wann Urlaub, wer ist wie qualifiziert für welche Maschine und können die Mitarbeiter ja so einplanen. Das Ganze ist sehr eng nahtlos verknüpft zu den Execution-Systemen, beispielsweise der SAP, dem ME, MI oder eben des Execution-Anteils der DMC. Die meisten Sachen, die ich hier gerade angeteasert habe, werden wir gleich noch in der Live-Demo sehen. Ja. Das Reo bietet viel. Ich glaube, davon habe ich jetzt ein bisschen was schon beschreiben können und das Ganze lässt sich dann eben auch zu besonderen Themen zusammenfassen. Also aufgrund der einfachen Planung, des automatischen Einplans und Reagierens auf unvorgesehene Fälle, wie zum Beispiel Erkrankungen oder Maschinenausfälle, haben Sie eine sehr hohe Effizienz. Das Thema, dass Maschinen ausfallen und dann an dem Augenblick die Produktion steht, weil man so kurzfristig nicht mehr reagieren kann, ist mit dem Reo ein Thema von nicht mehr so hoher Priorität. Das ja, wird weniger passieren. Sie sehen aktuell im Reo immer, was in Ihrer Produktion läuft. Sie haben also eine datenbasierte Darstellung dessen, was in Ihrem Weg passiert. Sie werden unterstützt, das ist hier der dritte Punkt, eben von einer künstlichen Intelligenz, die versucht, in Ihrem Interesse zu handeln. Sie können das immer übersteuern, aber viel von der Arbeit, die sich immer wieder wiederholt, wird das System Ihnen abnehmen. Sie sind sehr flexibel und können ganz agil reagieren. Und das Ganze ist eine systemübergreifende Anwendung. Die anderen SAP-Anwendungen, egal ob on-premise oder in der Cloud und bei on-premise, egal ob das ein S/4HANA-System ist oder ein klassisches ECC-System, das passt alles ja, interagiert alles mit über Standardschnittstellen miteinander, wo
Ja, wo kein gesonderter Entwicklungsaufwand notwendig ist. Also das Reo passt sich dann nahtlos in Ihre bestehende SAP-Landschaft ein. Ja, man könnte sagen, da waren jetzt einige Buzzwords dabei, die das ganze Thema IoT, Industrie 4.0, Digitalisierung des Werkes auch in der öffentlichen Wahrnehmung beschreiben. Da würde mich jetzt interessieren, was von diesen Themen, ich habe das versucht in fünf Gruppen zusammenzufassen, ist denn jetzt für Sie am spannendsten? Die Effizienzsteigerung, die Darstellung des Shopfloors oder aber die Intelligenz, die Sie dabei unterstützt bei der Planung, die Agilität und Flexibilität, die Sie Ihre Fertigung, mit der Sie auf die Fertigung reagieren können oder eben diese nahtlose Integration in die bestehende Systemlandschaft? Genau, wunderbar. Wir haben es auch noch ein bisschen schwierig gemacht zu sagen, naja, ist ja eigentlich alles interessant. Sie können, müssten sich immer auf eins fokussieren, ist zu sagen, was steht ganz oben auf der Liste, was sozusagen die Prio, um das Thema zu lösen, das, wo wird man dann sozusagen sagen, das ist das Spannendste. Okay, es ändert sich noch ein bisschen was. Jetzt ist es mehr oder weniger zum Stillstand gekommen. Wunderbar. Insofern vielen Dank. Dann würde ich jetzt nochmal die Ergebnisse auch teilen. Also, wir haben ja auch gar nicht so einen klaren Favoriten. Es verteilt sich wieder ganz gut. Effizienzsteigerung 18%, datenbasierte Darstellung 12%, integrierte Intelligenz 21%. Der Gewinner mit 36% agile und flexible Fertigung. Im Prinzip auch unser Titel des Webinars, vielleicht nicht ganz überraschend. Und das letzte mit 12% ebenfalls systemübergreifende Anwendungen. Ja, vielen Dank. Genau, mit den 12% der systemübergreifenden Anwendungen, ja, fühle ich mit. Als Berater ist man da ja immer wieder gefordert, dass die Systeme auch miteinander kommunizieren und dass es da keine Brüche gibt. Von daher bin ich da auch ganz stark dabei. Aber alle Sachen sind eben, wie gesagt, gerade eben aus Sicht der Produktion, des täglichen Doings. Da unterscheiden Sie sich ja unter Umständen von dem Beratungshaus, was Sie bei Ihrem Weg auf in die Digitalisierung unterstützen möchte, ein bisschen in der Anforderung. Genau, ja, ich würde sagen, das war es jetzt im Großen und Ganzen mit dem Theorieteil. Wir springen in die Live-Demo, in die Präsentation des Reos. Was erwartet Sie jetzt? Wir werden uns Fertigungsaufträge anschauen. Das ganze System ist jetzt gerade auf Englisch eingestellt, deswegen habe ich die Apps, die wir jetzt verwenden werden, auch mal so benannt, wie sie dann in der Cloud auftauchen. Sprachwechsel auf Deutsch oder alle anderen Sprachen ist kein Thema, aber jetzt ist es einmal auf Englisch angemeldet. Also wir werden die Fertigungsaufträge überprüfen, wir werden sie dann einplanen, mal gucken, ob das automatisiert funktioniert, wie das funktioniert, ob wir da manuell übersteuern müssen. Und dann machen wir noch eine Schichtplanung, planen also die Mitarbeiter entsprechend zu dem eingeplanten Vorgängen und Fertigungsaufträgen ein. Am Ende, das habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben, werden wir noch gucken, dass wir Fertigungshilfsmittel bereitstellen. Das Ganze ist ein wirklich sehr einfacher Fertigungsauftrag. Es gibt eine vorbereitende Zusammensetzung, dann gibt es die Assemblierung und am Ende eine Qualitätsprüfung und die Vorbereitung der Assemblierung und die Assemblierung selber laufen auf Montagearbeitsplätzen und die Qualitätsprüfung dann auf einem Qualitätsprüfplatz. Das Ganze kann natürlich beliebig kompliziert werden, aber für so eine Demo reicht, denke ich, so ein einfacher Fall. Ja, das ist meine Folie, damit ich weiß, dass ich jetzt Alt Tab drücken muss und in die Cloud springen kann. Die hat sich jetzt gerade abgemeldet, weil ich zu lange deaktiv war, aber es ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, Sie sehen jetzt den Browser, oder? Ja, ich gehe davon Genau, wir sehen aus. jetzt den Browser mit Goodbye und jetzt dein Login, ja. Ja, genau. Ja, Timeout, weil ich jetzt einfach eine halbe Stunde nichts mehr gemacht habe, aber ich folge einfach einem Link im Browser und was wir jetzt gerade gesehen haben, das war jetzt nicht geplant, aber ich habe gar kein Passwort eingeben müssen. Also wir haben hier diese Integration mit dem Microsoft 365, mit dem Single Sign-On. Das heißt, das Ganze läuft im Hintergrund ab. Es wird überprüft, ist der Browser bekannt, ist der Rechner bekannt, ist es wahrscheinlich, dass ich dazu berechtigt bin und dann wird entsprechend das Passwort und der Login automatisch eingeben. Ja, und dann bin ich schon in der Cloud. Das Ganze geht sehr schnell.
Und hier habe ich dann eine Übersicht. Das ist übrigens das DMC. Also wer das noch nicht gesehen hat, so sieht die Digital Manufacturing Cloud aus. Wer Teil eines S/4HANA-Projekts war oder vielleicht auch eines EBM-Projekts, also mit den neueren Oberflächen der SAP schon Kontakt hatte, der wird sich jetzt hier wiederfinden. Das sind diese sogenannten Fiori-Apps oder Fiori-Kacheln, ja, HTML5-Technologie. Das Ganze wird auf diese Art und Weise visualisiert. Und hinter jeder dieser Apps und Kacheln steckt eben ein bestimmter Funktionsbereich. Da gibt es ja beliebig viele, je nachdem, welche Apps dem einzelnen User aufgrund seines Berechtigungskonzepts zugeordnet sind. Aber das Ganze kann man sich eben auch ja, so zurechtschieben, dass es so ist, dass es passt. Hier gibt es viele kleine Features, die einem die Arbeit unterstützen. Ich könnte beispielsweise auch meinen User klicken und schauen, ja, welche Kacheln habe ich in letzter Zeit häufig verwendet und mir die anzeigen lassen. Das kann jeder individuell gestalten. Und für unsere Demo heute sind die ersten vier oder die ersten drei Kacheln insbesondere relevant. Ja. Zuerst habe ich versprochen, schauen wir uns einen Fertigungsauftrag an. Das mache ich auch jetzt einmal. Eine Übersicht aller möglichen Fertigungsaufträge, die gerade in der Cloud laufen. Ich habe für diese Demo den Fertigungsauftrag 1200 angelegt. Schauen wir uns den einmal an. Der versucht oder Ziel des Auftrags ist, dieses Material zu fertigen, also in dem Fall Assembly Product. Es gibt Informationen darüber, welche Arbeitspläne, welche Stücklisten dafür geladen wurden. Es ist deutlich, ob das Ganze ein Fertigungsauftrag ist, der aus Ihrem ERP-System kommt oder ob der manuell, wie von mir jetzt, in der Cloud angelegt wurde. Man sieht Mengen, man sieht Termine, auch die kommen in aller Regel genauso wie Kundenauftragsinformationen aus dem ERP-System. Und ja, vielleicht noch das, welche Vorgänge, mit welchen Vorgängen werden wir jetzt im Laufe zu tun haben. Eben die drei beschriebenen Assembly Preparation, Assembly jeweils auf dem Workcenter, dem Arbeitsplatz Montage laufend und dann noch eine Qualitätsprüfung auf dem Workcenter, dem Arbeitsplatz Quality laufend. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was man sich hier über den Fertigungsauftrag anschauen kann. Ich könnte den Fertigungsauftrag auch hier freigeben, ich könnte ihn anpassen. Beides möchte ich jetzt nicht machen. Anpassen möchte ich ihn nicht, weil ich ihn extra so vorbereitet habe, wie er gerade vorbereitet ist. Und freigeben möchte ich ihn nicht, weil ich den dann in der grafischen Plantafel im weiteren Verlauf freigeben möchte. Ja, gehen wir mal auf die grafische Plantafel. Ich öffne mir einen neuen Bereich, weil ich mehrere Fenster haben möchte. Und hier ist diese grafische Plantafel. Also das ist jetzt das Herzstück des Reos, diese App, Dispatching and Monitoring. Und die lädt jetzt alle Fertigungsaufträge, die aktuell in der Produktion sind, und öffnet einen Bereich. Ja, entweder er ist jetzt erschlagend, weil hier wirklich sehr viele Informationen sind. Wer schon mit grafischen Planungstools gearbeitet hat, ja beispielsweise dem PPDS im ABO oder der weiteren Planung, den wird das jetzt hier nicht überraschen. Grafische Plantafeln sind eigentlich in aller Regel so aufgebaut, wie sie hier aufgebaut sind. Weil wir in der Cloud unterwegs sind, ist die grafische Plantafel auch bereits so aufgebaut, wie sie hier aufgebaut ist. Also ein Customizing oder Ähnliches ist dafür jetzt nicht notwendig. Also wer die grafische Plantafel mal im ERP eingeführt hat, der weiß, da vergehen ein paar Wochen, bis das so aussieht, wie es hier aussieht. Hier ist das eben am Tag der Subskribierung dieser App, ist das so für Sie verfügbar. Wir haben vier Bereiche. Ich werde diese kurz erklären. Ich fange mal links oben an. Hier haben wir eine Übersicht aller Arbeitsplätze oder Ressourcen, die uns in der Produktion zur Verfügung stehen, die mir zugeordnet sind. Also da können wir uns auch schon mal in einen Schichtleiter oder einen Produktionsplaner reindenken, der vielleicht für einen bestimmten Bereich in Ihrem Werk zuständig ist. Und ich bin jetzt eben zuständig für die Ressourcen Montage M10, M20, M30 und QS10. Diese Ressourcen sind jeweils Ressourcentypen zugeordnet und das bedeutet, dass ein Vorgang, der auf der Montagelinie M10 läuft, aufgrund des gleichen Ressourcentyps wie eben beispielsweise die Ressource M30, da auch getauscht werden können. Also diese Arbeitsplätze sind parallel und sind austauschbar. Der Qualitätsprüfstand gehört einem anderen Ressourcentyp an und deswegen ist er nicht austauschbar. Ja, Materialgruppen ist eine Information aus dem Materialstamm.
brauchen wir jetzt nicht weiter eingehen. Auf die Warnmeldung werden wir später, die werden wir uns später nochmal anschauen. Das Ganze ist so organisiert, wie es auch im ME organisiert ist. Ressourcen sind Workcentern zugeordnet. Das ist im ERP-Kontext so, dass Workcenter die Arbeitsplätze sind und Ressourcen sind die Einzelkapazitäten der Arbeitsplätze. Also wer da so ein bisschen Erfahrung im Kapazitätsplanungsbereich hat, der wird sich hier wiederfinden. Ja. Wir sehen dann noch eine Spalte mit einem Status. Ja, grün, sieht gut aus, aber wir haben hier auch eine rote Warnmeldung. Die ganze Zeile der Montagelinie M20 ist rot eingefärbt und das bedeutet, dass die gerade stillsteht. Ja, also hier haben wir einen ungeplanten Ausfall der Anlage simuliert. Entsprechend ist auch die Effizienz dieser Anlage nun auf 0% runtergefallen. Die anderen Anlagen befinden sich so im deutlich besseren Bereich zwischen 100 und 90%. Auch das ist eine Sache, wenn man weiß, dass eine Anlage irgendwie langsamer läuft oder mehr Ausschuss hat, kann man da entsprechend ein bisschen justieren, damit dann diese Vorgänge auch ein bisschen in der Länge variieren. Also wenn man sowieso weiß, hier gibt es immer mal wieder ja, kleine Probleme, es muss mal was ausgetauscht werden, es muss nochmal ein Programm gestartet werden bei einer Anlage, dann passt man es entsprechend an und wird in der Planung berücksichtigt. So, genau, jetzt überlege ich, ja, ich springe am besten mal in diesen Bereich hier drüben. Das ist die aktuelle Planungssituation. Wir haben die Heute-Linie oder die Jetzt-Linie, genau, 10.29 Uhr passt ungefähr. Wir befinden uns jetzt gerade hier aktuell, läuft kein Fertigungsauftrag in unserer Produktion, aber er könnte laufen. Wir sehen hier einen weißen Bereich, das heißt, das sind die eigentlichen Arbeitsbereiche der Maschine, ist in den Stammdaten der Ressource hinterlegt, in dem sogenannten Schichtmodell. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass unsere Montagelinie M30, die ja sowieso schon ein bisschen langsamer läuft als die anderen Maschinen, auch noch in der Nachtschicht nicht bedient wird. Deswegen ist dieser Bereich nicht einplanbar. Aber dann, sobald es 8 Uhr am Morgen ist, kann diese Maschine eingeplant werden. Was wir hier auch sehen, sind bereits eingeplante Fertigungsaufträge bzw. deren Vorgänge. Das Ganze ist auch ein bisschen farbig unterstützt. Die Details dazu gibt es auch hier in einer Legende. Ja, das kann man sich selber einstellen, welche Farben man da sehen möchte. Wir haben jetzt mal das so genommen, wie es die SAP sich im Ausrollzustand vorstellt. Jeweils mit einer orangen Rüstzeit, der Durchführungszeit und am Ende noch einer Abrüstungszeit, damit die Maschine wieder in den Zustand gesetzt wird, den sie vorher hatte. Und ja, und dann sehen wir eben, dass hier bereits ein Fertigungsauftrag, nämlich der Auftrag 1197, kurz nach der Mittagspause beginnt, mit der vorbereitenden Assemblierung. Dann wird auf dem anderen Arbeitsplatz tatsächlich die Montage vorgenommen und die Qualitätsprüfung könnte ich mir jetzt angucken, ist für diesen, ist hier hinten. Also da liegt der Auftrag eine Weile und dann wird am Ende die Qualitätsprüfung übernommen. Wenn ich mir irgendwie Details zu einem Fertigungsauftrag anschauen möchte, kann ich das auch jederzeit machen. Hier beispielsweise bin ich jetzt in die Auftragsübersicht gegangen und dann sehe ich nochmal, okay, hier sollte der Fertigungsauftrag eigentlich starten. Wir sind aktuell hier und jetzt ist er so eingeplant, passt also alles soweit. Genau, ja, jetzt bin ich rausgesprungen. Das war nicht vorgesehen. Einmal daneben geklickt, aber starten wir einfach nochmal neu. Im oberen Bereich kann ich beispielsweise auch zoomen, kann immer weiter reinzoomen, je nachdem, wie viele Fertigungsaufträge ich beispielsweise am Nachmittag habe. Sind das eher viele kleine, dann muss ich eher reinzoomen. Habe ich Langläufer, die mehrere Tage, vielleicht Wochen laufen, dann ist vielleicht eine Übersicht, die weiter entfernt auf das System schaut, passender. Ich kann immer wieder zum heutigen Zeitpunkt oder zum Jetzt-Zeitpunkt zurückspringen. Ich kann zu einem bestimmten Datum springen. Und ich kann auch beispielsweise filtern, dass ich mir nur alle Fertigungsaufträge an einer bestimmten Ressource anzeigen lassen möchte oder einem bestimmten Workcenter. Ja, da muss man sich so ein bisschen zurechtfinden, je nachdem, wie es zur eigenen Fertigung dann eben auch passt. Ne? Das ist die aktuelle Situation, wie sie eingeplant ist. Im unteren Bereich ist die geplante Situation oder der Arbeitsvorrat, der noch einzuplanen ist. Ja, da haben wir zum Beispiel hier
einen Fertigungsauftrag mit seinen drei Vorgängen mit einer sehr hohen Priorität. Ich sehe die Vorgänge, ich sehe die Fertigungsauftragsnummer. Ich würde hier beispielsweise auch Mengen sehen oder ja, Termine. Könnt ihr mir die auch noch viel detaillierter anschauen. Ich sehe Kunden, Kundenauftragsnummern, also wenn solche, wenn so ein Make-to-Order-Szenario im ERP geplant ist, würde ich diese Informationen hier eben auch auf der Shopfloor-Ebene wiederfinden. Genau, ja, und unser Fertigungsauftrag 1200 findet sich hier auch wieder. Es könnte sein, ich habe hier viel, viel mehr Fertigungsaufträge, dann würde ich eben hier oben entsprechend danach filtern und dann würde ich sehen, okay, das ist der Fertigungsauftrag, hier sind seine Vorgänge und dann könnte ich beispielsweise zu diesem Schritt springen und würde sehen, aha, der ist ja noch gar nicht eingeplant, der steht hier unten. Also da würde ich mich entsprechend ein bisschen zurechtfinden können. Genau, so, zieht man das ein bisschen beiseite und springen mal zum heutigen Zeitpunkt zurück. Wir hatten ja gesagt, dieser Fertigungsauftrag, den wollen wir jetzt einplanen. Das können wir manuell machen, das machen wir auch gleich mal manuell. Aber spannender ist vielleicht auch das Thema, dass wir das automatisiert machen. Wir sehen jetzt ja die Situation, okay, hier sind zwei Vorgänge, die passen hier auf die Arbeitsplätze hier oben, auf die Ressourcen. Eine Maschine steht still, die darf nicht beplant werden. Und dann haben wir noch einen anderen Vorgang, das ist der Qualitätsprüfvorgang, der Quality Check, der muss eben auf eine entsprechende andere Maschine. Und ich kann jetzt über verschiedene Einplanungsautomatismen, ja, schauen wir uns mal kurz an, infinit planen, ich kann nach Lücken suchen, ich kann vorwärts, ich kann rückwärts einplanen, also ausgehend vom Ende des Fertigungsauftrags oder des Kundenwunschtermins oder eben vorwärts von jetzt, ich kann Schichtpausen ein- oder betrachten oder nicht betrachten und das Ganze mündet dann in sogenannten entweder Heuristiken, das sind von SAP vorgegebene Logiken, wie eingeplant werden kann. Das ist aktuell noch beschränkt auf diese beiden, die wir hier sehen, mit dem August-Release, also mit dem nächsten Release der Cloud im Mitte August, wird sich das dann entsprechend erweitern. Wer aber sowieso Wert darauf legt, dass er seine eigene Planung umsetzt, der wird den Machine Learning-Modus verwenden. Und da haben wir hier mal ein Finde mir Lücken antrainiert und schauen wir uns das einmal an. Ich führe das mal aus. Hatte vorher die Vorgänge markiert. Jetzt hatte ich auf Last Scheduling Result geklickt. Ich muss hier klicken und jetzt überlegt unser System und schlägt uns folgende Produktion vor. Gestrichelt ist unser Fertigungsauftrag, unser Planungsergebnis von gerade eben. Hier unten ist der Fertigungsauftrag weg und er schlägt vor, ja, fangen Sie doch mal auf der M30 mit der Vorbereitung an. Gehen Sie dann auf die M10 und montieren Sie dort. Und die Qualitätsprüfung, die kriegen wir noch knapp vor dem anderen Fertigungsauftrag, der hier ist. Der ist übrigens so grau, weil der bereits freigegeben ist. Packt er das an. Was sagen wir dazu? Ja, wir könnten eigentlich auch schon ein bisschen eher anfangen. Was man hat, hat man. Und jetzt überschreibe ich so ein bisschen das, was das System vorgeschlagen hat. Die Fertigungsaufträge oder die Vorgänge mit dem Schloss, die werden jetzt nicht mehr angefasst, die sind fixiert. Aber ansonsten bin ich hier völlig frei und kann jetzt hin und her planen. Ich kann auch sagen beispielsweise, ja, das ist okay. Ich meine, das ist auch okay, wir bekommen zeitlich überall hin. Aber ich könnte beispielsweise auch sagen, ich splitte diesen Vorgang jetzt. Wir haben hier Platz. Dann fange ich doch schon immer mal an und ich kann nur eins splitten und da sage ich, okay, drei Stück splitten wir davon ab, dann teilt sich dieser Vorgang und ich ziehe jetzt mal hier dieses Paket nach unten, ja, also gleicher Ressourcentyp, entsprechend kann ich umplanen und dann ziehe ich das ein bisschen nach vorne und jetzt bin ich tatsächlich zufrieden und speichere mein Ergebnis und dann habe ich meine Einplanung vorgenommen. Eigentlich könnte ich jetzt ja freigeben, ist doch alles gut, aber ich habe hier eine Warnmeldung. Über die bin ich vor uns drüber gegangen, jetzt schauen wir es uns einmal näher an.
Okay, es gibt ein Arbeitsproblem, also Labor, die Arbeitszeit des Mitarbeiters. Da haben wir ein Problem, schauen wir uns das einmal an. Qualitätsprüfung in der Nachtschicht, fehlen Labor Shortages, fehlen Mitarbeiter, die die Nachtschicht in der Qualitätsprüfung übernehmen. Das Thema muss ich noch lösen. Dafür verwende ich eine andere App. Ich öffne mir ein neues Fenster, um immer hin und her springen zu können. Ich könnte auch immer in einem demselben Fenster bleiben. Schedule Labor, einplanen von Mitarbeitern und schauen wir diese App einmal an. Auch die kommt so daher, wie Sie sie jetzt hier sehen. Da ist kein Customizing und keine Entwicklung gelaufen. Es ist out of the box. So, hier sehe ich Mitarbeiter. Das sind übrigens tatsächlich Kollegen von mir oder von Ulf, die hier bei uns arbeiten. Also die verplanen wir jetzt hier mal schön auf Früh-, Spät- und Nachtschicht und dann einzelne Ressourcen. Sie sehen, die E-Mail-Adresse ist mit hinterlegt. Der Mitarbeiter wird also jetzt sofort eine E-Mail bekommen, wenn sich sein Schichtplan in irgendeiner Weise ändert. Und der Schichtplan ist hier rechts zu sehen. In dem Fall eine Wochenansicht. Ich könnte auch da wieder entsprechend zoomen, wie ich möchte. Und was wir heute sehen, grün, ja, sind immer die Frühschichten. Da haben wir sowohl für die Montage als auch den Qualitätsbereich Mitarbeiter eingeplant. Isabelle und Martin übernehmen das. In der Spätschicht auch für Qualitätsprüfung und Montage. Sebastian und Aline sind da zuständig. Und in der Nachtschicht, das, was das System auch schon gesagt hat, okay, da haben wir nur im Montagebereich einen Mitarbeiter eingeplant, aber eben keinen für die Qualitätsprüfung. So, dann schauen wir mal, wer für die Qualitätsprüfung in Frage kommt. Auch hier kann ich wieder mir das so anpassen. Ich schaue mir die Qualifikationen an, sehe Qualitätsprüfung bei fast jedem, außer Martin, der ist dafür nicht qualifiziert. Und ich sehe vor allen Dingen hier Stefan Kunert, ja, das bin ich, ist sowieso nur zu 60% eingeplant, also der kann ran. Und dann ja, nehme ich mir selber meinen Urlaub hier weg und sage, ich ordne mir eine Schicht zu. Ja, es ist die Spätschicht und nee, es war die Nachtschicht, wenn ich mich recht erinnere. Genau, Nachtschicht. Die Farbe gibt einem da einen kleinen Hinweis und ich gehe an die Qualitätsprüfung. Okay. Urlaub ist weg, dafür steht die Produktion nicht. Hier könnte man jetzt eben auch noch weitere Urlaube, Krankheiten, Schulungen und so weiter einplanen, entsprechend für die Mitarbeiter. Ich speichere einmal kurz ab, damit ich das dann nicht vergesse. Ansonsten gibt es hier Kennzahlen, wie viel Kapazität brauchen wir, was ist noch offen, wie viele sind Früh-, Spät- und Nachtschicht besetzt, wie viele Stunden sind Mitarbeiter in irgendeiner Weise abwesend. Und das geht jetzt hier noch ein bisschen weiter. Zum Beispiel Mehrarbeit. Wo haben wir Überstunden jetzt schon eingeplant? Das Ganze, wie gesagt, wird per Mail versendet. Sie können sich aber auch das Ganze einmal in so einer tabellarischen Form runterladen, ins Excel. Ja, also könnte ich mir jetzt hier runterladen. Dann habe ich eine Excel-Datei, die das Ganze auch anzeigt. In der könnte ich dann übrigens arbeiten und die dann zum Beispiel auch wieder hochladen. Also wem das hier vielleicht nicht so liegt, auch wenn es viele Funktionen gibt, wie zum Beispiel das Kopieren von Schichtplänen, was wir hier haben, kann das Ganze auch im Excel bearbeiten und hochladen. Ja, ich wechsle mal wieder in das eigentliche Reo und aktualisiere. Wo ist der Button hier? Und jetzt hoffe ich, dass der Alarm hier weg ist. Genau, der ist weg. Ich kann mir das Ganze auch noch einmal detailliert anschauen und in dieses Dropdown-Menü, was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, klicken und da sehe ich, okay, die Frühschicht ist mit einem von einem Mitarbeiter besetzt, die Spätschicht entsprechend auch eins von eins und das Ganze passt soweit. Ja, das kann ich mir also für jeden Mitarbeiter anschauen, jetzt immer im 14-tägigen rollierenden Horizont. Eine letzte Sache, die ich gerne noch zeigen möchte, da starte ich eine letzte und vierte App. Nee, vorher zeige ich Ihnen noch was anderes. Und zwar, weil ich die Visualisierung hier im Reo wirklich sehr gelungen finde. Wir haben hier zum Beispiel einen Fertigungsauftrag, der parallel läuft. Und da sehen wir, der ist freigegeben und wir sehen auch den Auftragsfortschritt. Warum läuft der hier parallel? Ja, weil wir dieselben Montageplätze haben und ich habe die entsprechend immer einen nach dem anderen durchgebucht. Und hier zeigt die lila eine Linie an, wo wir stehen. Wenn wir uns das jetzt einmal hier vorstellen auf die Heute-Linie, könnte man dann eben gut vergleichen, sind wir aus dem Plan oder sind wir noch im Plan, müssen wir irgendetwas vornehmen. Ja,
Eine letzte Sache noch, die ich zeigen möchte, das ist das Thema Fertigungshilfsmittel, Equipments. Auch die können genauso wie Mitarbeiter eingeplant werden. Zum Beispiel der Schraubenzieher Ergospin, der ist jetzt aktuell für die Montagelinie eingeplant und ich könnte jetzt zum Beispiel für morgen da auch beispielsweise noch den auch nochmal einplanen, dann würde das genau wie die Mitarbeiter einplanen eben sichtbar sein. Das ist dieselbe Logik. Einmal geht es um Werkzeuge, beim anderen Mal eben um Kollegen. Hätten wir die ERP-Integration hier im Fertigungsauftrag gehabt, dann wären das übrigens die Fertigungshilfsmittel, die Sie dort in den Vorgängen vom Arbeitsplan beziehungsweise in den Vorgängen vom Fertigungsauftrag eingeplant haben, die würden übertragen werden und entsprechend hätten wir dann auch so eine Verfügbarkeitsprüfung auf Fertigungshilfsmittel hier im Reo. So, ich habe gespeichert, wir haben gesplittet, wir können mal freigeben, genau, freigeben und ja, wir haben also jetzt diesen Fertigungsauftrag, wir haben eine serialisierte Fertigung vorgegeben, entsprechend wird aus der Auftragsmenge von 5 Stück entstehen jetzt eigene Seriennummern, die sogenannten SFCs oder PSNs, die hat das System automatisch erzeugt. Ich sage, alles klar und jetzt ist der Fertigungsauftrag entsprechend grau geworden und jetzt könnte er mit einer Bedienoberfläche, einem Pod oder eben mit einer Maschinenintegration eben gestartet werden. Es könnten Ereignisse erfasst werden und er könnte dann eben auch abgeschlossen werden und ich bin mit meiner Planung der heutigen Nachmittagsschicht soweit durch. Klar, es gäbe hier jetzt noch unfassbar viel anderes anzuschauen. Es gibt viele Details, es gibt eben auch noch viele weitere spannende Funktionen im Reo oder DMC. Nutzen Sie bitte die Fragen oder kontaktieren Sie dann am Ende in den nächsten Tagen vielleicht auch einfach mich oder meine Kollegen, wenn Sie sich etwas genauer anschauen wollen. Das System ist immer da und wir können immer reinspringen und Ihnen etwas zeigen. Ansonsten würde ich jetzt zurück zu meiner Präsentation gehen. Und ganz kurz noch etwas erklären, wie sich das Reo. Danke. Ganz kurz, weil wir haben schon viele Fragen und sind schon ein bisschen aus der Zeit gelaufen, aber. Ja, dann mache ich das super schnell. Das Reo Teil der Cloud kann integriert werden mit den anderen Cloud-Produkten, zum Beispiel der Analytics Cloud, einem ECC oder einem S/4HANA ERP-System. Es kann integriert werden mit dem ME, MII, mit dem Pico, aber auch zum Beispiel ohne ein Execution-System direkt über den Pico mit den Maschinen. Oder kann auch integriert werden mit einem anderen MES-System. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben. Da fehlt mir jetzt die Zeit, das näher zu erklären. Insbesondere spannend finde ich, SAP Reo integriert mit dem ME, also dem On-Premise-Execution-System der SAP und zum Beispiel einem klassischen ECC. Das heißt, der erste Schritt in die Cloud kann sehr gut das Reo sein. Sie müssen überhaupt nichts ändern von dem, was Sie bisher haben. Sie haben eine zusätzliche Funktion. Und das ist das, was wir gerade eben in der Live-Demo gesehen haben. Sie kriegen den Foliensatz. Im Foliensatz selber gibt es dann auch noch im Anhang hinten viele Erklärungen in Textform. Da können Sie sich da nochmal schlauer machen, wenn Sie das wollen. Da springe ich jetzt drüber. Das wäre der Prozess noch einmal visualisiert, den wir hier haben. Und ansonsten, Ulf, ich hoffe, ich habe die 30 Sekunden noch gut genutzt. Schieß mal bitte mit den Fragen los. Genau, wunderbar. Also es sind tatsächlich zahlreiche Fragen gekommen. Vielen Dank schon mal dafür.